Herzlich willkommen aus der Praxis Miracura. Mein Name ist Christoph Arnold. Heute geht es wieder weiter mit den Heilmethoden, die du selber auch in der Hand hast. Und heute stelle ich euch eine meiner absoluten Favorites vor, nämlich das sogenannte Klopfen oder Energieklopfen. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört. Du hast vielleicht Akupunktur, Akupressur, sagt er was. Da werden ja Punkte entsprechend mit Nadeln behandelt oder eben gedrückt. Ja? Und beim Klopfen werden diese Punkte meist geklopft oder berührt auch nur, je nachdem, wo du merkst, das ist jetzt für mich gerade angesagt. Vielleicht auch nur massieren. Ne? Und es gibt halt je nachdem, welches System man macht, ob man jetzt EFT, weiß ich was, BMF und BEP. Also es haben sich verschiedene Richtungen entwickelt, die verschiedene Punkte, meist aber doch auch die ähnlichen Punkte nehmen, einfach weil mit diesen Punkten, die man dann als Reihenfolge durchgeht, die meisten Themen quasi angesprochen werden. Und alle Erkrankungen da so ein bisschen mit reinkommen. Und ja, wofür ist dieses Klopfen hauptsächlich erst einmal? Hier in diesem Fall für dich ist das die Methode, um eine starke emotionale Belastung wieder runterzufahren. Du bist vielleicht sehr aufgeregt, du bist wütend, du bist ärgerlich, du bist traurig, was auch immer an Emotionen da ist, negative Emotionen. Ne? Gute Emotionen kann man ja gebrauchen. Ne? Die kann man übrigens auch hochklopfen. Ja, und diese Emotionen runterzuholen, das selber quasi auch wieder in der Hand zu haben. Da arbeiten wir auch viel mit Punkten an der Hand und eben mit den Fingern, um dann diese entsprechenden Punkte zu aktivieren. Und das Tolle ist, man muss da nicht dran glauben, man muss auch nicht irgendwelche Studien, die irgendwelche Leute bezahlt haben, dass da jetzt was rauskommt oder das Gegenteil davon rauskommt. Das muss man alles gar nicht studieren, man probiert es einfach aus. Und dann wird man feststellen, ob es bei einem hilft oder nicht. Das ist so schön einfach. Ja, manche sprechen teilweise dabei, die sagen dann Sätze wie, obwohl ich das und das habe, ne? Oder dann so, nur noch den Punkt, also meine Angst, dann klopfen sie meine Angst, ja? Und sagen das, meine Angst. Bei der Methode, mit der ich bevorzugt arbeite, das ist das PEP nach Dr. Bohne, da ist noch eine Menge hinten dran, da ist nicht nur das Klopfen, da ist so ein Reiben eines Selbstakzeptanzpunktes, wo man so Sätze sagt wie, auch wenn ich dieses Problem habe, liebe und akzeptiere ich mich, behalte den Überblick und gehe meinen ganz eigenen Weg. Also da hängt noch was dran, da sind zum Beispiel auch die Big Five, die entsprechenden Dinge, die vielleicht die Lösungsblockade haben. Das heißt, all die Sachen, die ich jetzt gerade eben zum Schluss genannt habe, die kommen zum Einsatz, wenn die Emotion sich nicht runterregeln lässt durchs Klopfen. Ja? Dann müssen wir zum Beispiel gucken, gibt es da Selbstvorwürfe, gibt es Fremdvorwürfe, gibt es Erwartungen an andere Menschen, gibt es Loyalitäten, gibt es ein Schrumpfen. All solche Themen können damit reinspielen. Und dann schaut man eben ein bisschen genauer hin und auf einmal löst sich etwas. Ne? Und deshalb ist das für mich eine der bevorzugten Methoden. Aber das Klopfen, ja, ich zeige dir einfach mal hier
es gibt so ein wunderschönes kleines Büchlein, Bitte klopfen, von Dr. Bohne. Das gibt es auch im Buchhandel. Allerdings ist es da ein bisschen teurer, als wie ich das als Anwender erwerben konnte. Und insofern gibt es das für jeden, der bei mir eine Sitzung macht, immer mit dazu. Das heißt, das muss man nicht extra erwerben, das kriegt man mit dazu und hat die gesamte Methode schon mal in einem Überblick. Und hier zum Beispiel sind die ganzen Punkte aufgeführt. Das heißt, du kannst selber sehen, wo du klopfen musst und ja, damit du eine gewisse Sicherheit auch hast. Und ja, ich würde sagen, ich mache das einfach mal vor und du kannst ja vielleicht gleich auch an dein Thema denken, was diese Emotionen vielleicht auslöst, dass du vielleicht wütend bist, traurig bist, was auch immer da gerade ist. Und dann klopfst du mit mir auf den Handrücken, hier zwischen dem kleinen und dem Ringfinger, klopfst du locker, denkst an dein Thema. Und wichtig ist auch, auf die Atmung zu achten, dass du schaust, okay, ich atme auch wirklich und halte den Atem nicht fest, was nämlich sehr häufig ist, wenn wir ein Problem haben, dann halten wir gerne den Atem fest. Ja, also da locker klopfen, dann gehen wir weiter zu dem sogenannten Handkantenpunkt. Ja, und da klopfe ich gerne nicht mit den Fingern dagegen, sondern klopfe mit der Hand gegen die Finger, einfach um deutlich zu machen, jawohl, ich möchte das jetzt machen. Ich möchte das jetzt lösen. Ja. So, und dann die jeweils Fingerkuppe wäre hier von den Fingern, da wo entsprechend nach der chinesischen Lehre entsprechende Meridiane, Energiebahnen enden. Wie gesagt, man muss da gar nicht dran glauben, man kann es einfach machen und gucken, welche Punkte bei deinem aktuellen Thema werden da angesprochen. Ja, wir gehen einfach mal durch, jeden Finger locker klopfen, du denkst an dein Thema, du atmest ganz normal ein und aus und vielleicht auch zum Schluss nochmal, bevor du zum nächsten Finger gehst. Und dann zum nächsten. Dann zum nächsten. Dann hier oben zwischen den Augenbrauen klopfen. Dann hier an der Seite der Augenbrauen. Übrigens ist es egal, welche Seite du nimmst. Du kannst einfach mal beide ausprobieren, welche Seite dir da angenehmer ist. Hier an der Schläfe. Unterhalb des Auges, auf dem Jochbein. Ja, wunderbar. Zwischen Nase und Mund. Zwischen Kinn und Mund. Dann hier diese Knochen hier, so hier etwas unterhalb draufklopfen, gerne mit beiden. Dann so einfach hier seitlich klopfen. Dann unter dem Brustbogen klopfen. Und dann hier nochmal direkt auf der Thymusdrüse. Wunderbar. Und dann kurz einen Moment entspannen und loslassen. Und wir machen das jetzt gleich noch einmal, damit du Zeit hast, jetzt dann wirklich auch in dein Thema zu gehen, damit du es jetzt hier, wenn du magst, sofort mitmachen kannst. Wenn dir das zu gefährlich erscheint, bitte natürlich erst in Absprache mit deinem Arzt, Therapeuten. Ich möchte dich dazu nichts irgendwie verführen, aber das ist, wie gesagt, eine therapeutische Methode, die ja wirklich vielfältig im Einsatz ist und sehr gute Ergebnisse zeitigt. Und von daher kann ich sie gefahrlos hier dir auch an die Hand geben. Wie gesagt, dieses Büchlein kriegt jeder,
der bei mir war, kriegt das in die Hand mit für zu Hause, sodass er einfach auch nachlesen kann, nacharbeiten kann und für sich etwas tun kann. Das finde ich so toll. Ja, du hast dein Thema, du hast vielleicht auch eine Emotion. Also was wir im Normalfall machen ist, dass wir im Vorfeld erst einmal so in uns hineinhorchen und spüren, okay, wo ist die Emotion? Ne? Auf so einer Skala, ich sage immer von minus 10 bis plus 10, ja? Wo ist dein Empfinden? Und wenn du jetzt nur einfach die alleinige Empfindung nehmen willst, kannst du natürlich auch von 0 bis 10 zum Beispiel nehmen, ne? Wo 0 ist, praktisch tangiert dich gar nicht, dann brauchen wir auch nicht klopfen. Oder die ist bei 8, 9, da wäre es angeraten zu klopfen. Ne? Um dann hinterher zu merken, okay, wie ist es jetzt? Ja? Hat sich was verändert? Es kann alles sein. Es hat sich nichts verändert, es hat sich vielleicht sogar im ersten Moment verschlimmert oder es ist wirklich deutlich runtergegangen. Ne? Alle Ergebnisse können passieren. Ich hoffe, ich habe dich da jetzt nicht abgeschreckt. Lass es uns einfach mal probieren. Spür kurz in dich hinein. Wo ist die Emotion gerade, wenn du an dein Thema denkst? Es können ja auch mehrere Emotionen sein, die da gemischt sind. Okay, ja, gut. Also Handrücken klopfen. Atmen, die Handkante, den kleinen Finger, den Ringfinger, den Mittelfinger, den Zeigefinger, den Daumen, zwischen den Augen, so etwas oberhalb, dann direkt am Nasenwurzelansatz, Augenbraue an der Schläfe, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier, kurz mal mit die Augen zu, mal reinspüren, wie ist es jetzt? Und dann macht man normalerweise eben mehrere Durchgänge, denn meist ist es nicht unbedingt mit einem Durchgang getan, weil der Körper muss sich auch erstmal darauf einstellen, dass da jetzt was in Gang kommt. Und das Tolle ist natürlich, weil der Körper ja so ein bisschen, sag ich mal, zeitverzögert ist, dass sich das im Nachhinein auch noch entsprechend verändern kann und meist verbessern kann. Ja, wie gesagt, es hängt dann noch eine Menge mehr dran. Wenn du merkst, da tut sich gar nichts bei dir, nimm gerne Kontakt mit mir auf, nutze die Möglichkeit, die ersten 15 Minuten im Erstgespräch kostenfrei für dich zu nutzen. Und dann, ja, hoffe ich dir, da in der Zeit schon ein paar Tipps geben zu können. Ansonsten machen wir halt auch mal gerne eine komplette Sitzung aus. Du kriegst Kontakt mit mir über meine Homepage miracora.de und da ist eine E-Mail, Kontakt-E-Mail und Kontakt-WhatsApp-Telefonnummer. Bitte nur für WhatsApp-Nachrichten, nicht für Telefonanrufe, weil ich gehe auch da nicht dran, wenn ich die Nummer nicht kenne. Ich hoffe,
Es hat dir etwas gebracht und wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg zu deiner Heilung.